Am 13. September erlöste europäisches Nadelschnittholz in den USA 500 US-Dollar pro 1000 Boardfeet. Das sind 290 Euro pro Kubikmeter. Ich habe jetzt 20 Jahre gewartet, dass ich diesen Satz endlich vollen Herzen sagen kann, denn diesmal sind wir wirklich dran, dass wir die eigenen Preise erheben. Bisher haben wir gewusst, der US-Markt ist extrem bedeutend. Seit 2003, 2004, als die Exporte von Europa Richtung USA wirklich stark angestiegen sind, seither erheben wir die Preise indirekt, indem wir auf US-Quellen zurückgreifen, diese umrechnen und dann einen Schätzwert für europäische Exporteure wiedergeben. Seit vergangenen Freitag ist das anders. Wir haben ein neuartiges System entwickelt, mit dem man wirklich diese voller Inbrunst sagen kann, der US-Preis war vergangene Woche am Freitag 500 US-Dollar und es ist davon auszugehen, dass auch diese Woche bei rund 500 US-Dollar pro 1000 Boardfeet sein wird, denn das ist die Vorhersage der ganz großen europäischen Exporteure und der ganz großen US-Importeure, die uns mithelfen, dieses Preisbild zu entwickeln. Dieses neuartige Preisfindungssystem basiert eben darauf, dass wir ein gutes Netzwerk haben von den Exporteuren und auch Bekannte haben bei den Importeuren. Das funktioniert allerdings nur, wenn man auch entsprechend das Standing hat oder das Renommee hat, dass alle vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten und uns diese Preise weitergeben. Diese Erstveröffentlichung des US-Preises erreicht uns wirklich in einer sehr guten Zeit, insofern als die Preise steigen. Das Jahr 2024 ist preislich extrem schwierig. Es begann im April, als wir wirklich schon am Tiefpunkt waren und die Erwartungshaltung war, es kann nur noch bergauf gehen, es kann nur noch bergauf gehen. Und das Gegenteil war leider der Fall. Die Preise sind noch weiter gesunken. Warum das so ist, das lesen Sie diese Woche im Holzkurier auf einem 10-seitigen Resümee dessen, was sich momentan tut. Aber das Preisbild veröffentlichen wir jetzt in einer Zeit, in der die Preise immerhin steigen. Zwar fehlen noch rund 60 Euro pro Kubikmeter auf die Wirtschaftlichkeit, aber seit mittlerweile 8 Wochen gibt es jede Woche einen kleinen Schritt nach oben. Diese 60 Euro pro Kubikmeter, die noch fehlen, sind natürlich damit in Konnex, dass die europäischen Rundholzpreise ein Niveau haben von 90 bis 100 Euro pro Festmeter, faktisch europaweit, sodass es schwer ist, damit kostendeckend den US-Markt zu erreichen. Momentan ist noch nicht der Fall. Es fehlt eben die bekannte Summe. Oder wie es vor kurzem der Präsident des Europäischen Sägewerksverbandes, Herbert Jöbstl, am Holztag in Klagenfurt gesagt hatte, mit den europäischen Kostenstrukturen ist man in den USA momentan nicht konkurrenzfähig. Wir können nicht davon ausgehen, dass rundholzseitig in den nächsten Monaten eine Entlastung für die europäischen Sägewerke kommen wird. Eher der Gegenteil ist der Fall, der Rundholzpreis könnte sogar noch leicht steigen, aber möglicherweise schnittholzseitig. Und auch diese kurzfristigen Aussichten haben wir jetzt zusammengefasst im Holzkurier. Es sind mehrere Punkte, die wirklich positiv sind. Die kanadischen Sägewerke hatten ein sehr schweres erstes Halbjahr. Sie fahren die Produktionen zurück. Die Zölle wurden verdoppelt zwischen Kanada und den USA. Es gab Waldbrände auf kanadischer Seite, die leider die Versorgung der kanadischen Sägewerke extrem erschwerte. Umgekehrt auf der anderen Seite des Kontinents. Die Hurricane-Saison hat begonnen und die sorgt üblicherweise für einen höheren Bedarf. Und vielleicht das Effektivste momentan für die europäischen Exporteure, die Häfen an der Ostküste sind relativ leer, die Lager dort haben sich geleert, ganz anders als noch vor kurzem war. Also auch diesbezüglich ist davon auszugehen, dass die Preise steigen werden. Aber gerade in den USA, da gilt eines, es kommt oft anders und zweitens als man denkt. Also gerade wenn man denkt, die Preise können nur steigen, kam es anders. Allerdings sind jetzt wirklich sehr viele Parameter, die dafür passen würden. Carsten Kulig, ein großer Importeur an der US-Ostküste, sagt uns im Interview, das Sie auch gerne nachlesen können, die großen Kanadier erwarten erst im dritten Quartal 2025, dass es einen substanziellen Aufschwung geben wird. Oder dem schließt sich faktisch auch Reinhard Binder an, CEO von Binderholz. Der erklärt im Holzkurier,
Erst nach mehreren Zinssenkungen wird es zu einer Steigerung der Bauinvestitionen geben und im Zuge dessen dann auch zu einem höheren Bedarf und höheren Preisen. Eine Leitzinssenkung von 1% ist bis Anfang 2025 möglich. Auch diese Woche könnte es schon dazu kommen, dass die Fed erstmals die Zinsen wieder senken wird. Reinhard Binder verweist auch auf die Marktsituation 2024, die teilweise skurril war. Skurril vielleicht dahingehend, dass sogar der Preis für 2.6, der üblicherweise deutlich tiefer ist als 2.4, heuer und gerade zum jetzigen Zeitpunkt auch noch höher liegt als wie 2.4. Binderholz ist nach wie vor das einzige europäische Unternehmen, das in den USA ein Sägewerk bzw. sogar zwei Sägewerke betreibt. Es scheint so, dass andere europäische Sägewerke dem Beispiel folgen könnten. Es gibt immer wieder mehrköpfige Delegationen, die über den Atlantik fliegen und dort die Situation prüfen. Dafür gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, und das ist die naheliegendste, und davon erzählt auch Binder, es werden faktisch wöchentlich neue Sägewerke angeboten. Neue Sägewerke übertrieben, das sind Sägewerke, die in den USA existieren, die man zu einem gewissen Preis kaufen könnte, teilweise wird gesagt zu hohen Preisen. Diese Sägewerke sind vielfach im US-Süden angesiedelt und schneiden natürlich mit US-Technik. Mit US-Technik hat man einen großen Nachteil, man kann faktisch nur den US-Markt versorgen. Anders ist es eben bei Binderholz, die europäische Sägewerke eingekauft haben, indem sie vor 4 Jahren mittlerweile die Klausner-Sägewerke übernommen haben, die mit europäischer Sägetechnik einschneiden. Das hat einen Vorteil, dass man, wenn der US-Markt nicht läuft, mit der dortigen Ware auch auf andere Exportmärkte gehen könnte. So, wie groß ist die Bedeutung des US-Marktes? Dazu muss man eines sagen, es gibt sehr viele lukrative Zeiten, in denen der US-Markt wirklich, wirklich gut performt. Und wenn wir nur die letzten 5 Jahre anschauen und die in Relation setzen zum Preisniveau in Europa, muss man sagen, der US-Markt hat im Durchschnitt 68 Euro pro Kubikmeter mehr Erlöse gebracht, auch wenn man die Frachten abzieht, als in Europa. Also es war durchaus lukrativ, in den letzten 5 Jahren dort zu sein. Allerdings, man muss eines bedenken, es gibt sehr wenige Monate, in denen man wirklich über dieses Level von 600 US-Dollar rauskommt. Also diese 350 Euro, die, wie ich anfangs schon gesagt habe, es waren nämlich nur 40 Monate seit 2006 von 222 Monaten, in denen man wirklich über dieser Marke war. Also dazwischen gibt es natürlich auch Phasen, wenn man vielleicht entsprechende Schadholzbeimengung hat, dass die Preise lukrativ waren. Aber auch diese Phasen gibt es ja faktisch erst seit 2008 bis ungefähr 2021, 2022. Wenn man nur die letzten 2 Jahre anschaut, also 2023, 2024, muss man sagen, es war sicher lukrativer, die Hauptwarensortimente in Europa verkaufen. Aber dafür gilt auch eines, hop on, hop off, das funktioniert am US-Markt nicht. Ich kann nicht in lukrativen Phasen rüberliefern und wenn der Preis zu tief ist, nicht, sondern man schafft es nur über einen längeren Zeitraum, auch weil die Preise extrem volatil sind. Und diese Volatilität hat der Holzkör auch untersucht, indem er die Preise der letzten 20 Jahre angeschaut hat und die Standardabweichung, also die Streuung der Preise zwischen dem Mittelwert, waren am US-Markt 166 Euro pro Kubikmeter. Vice versa, in Europa war es genau die Hälfte. Also die Preise können extrem schwanken. Und da zitiere ich nochmal Carsten Kulig, der gesagt hat, was heute teuer ist, ist morgen billig. Also man muss einfach eine gewisse Konstanz drüben halten, indem man auch die Hochphasen da mitnehmen kann. Die USA sind mit Abstand der größte Holzmarkt der Welt. Jedes dritte Nadelholzbrett wird in den USA verwendet. Und selbst für heuer erwarten wir, dass der Bedarf in den USA irgendwo Richtung 90 Millionen Kubikmeter sein wird. Das ist deutlich, deutlich höher als wie in China und in Europa und erfreulicher, in den USA steigt er gegenüber den Vorjahren, während er in China und Europa rückläufig ist. Allerdings muss man auch sagen, der Bedarf war vor 20 Jahren noch rund 20 Millionen Kubikmeter höher, als er heute ist.
Also die Bedarf-Peak in den USA war 2005. Der Bedarf wird weiterhin hoch bleiben. Auch im Vorjahr sind 93% der US-Häuser in Holzrahmenbau etabliert worden, also im Wesentlichen wird mit Holz gebaut. Und dort hat europäische Ware ganz klare qualitative Vorteile, die sie auch teurer machen. Die europäische Ware ist scharfkantig, sie ist sauber, sie ist ordentlich gehobelt und sie entspricht ganz exakt den erwünschten 2x-Dimensionen, die die Kunden dort haben wollen. Trotzdem gab es heuer eine Phase, als sogar die Southern Yellow Pine teurer war als wie das eigentlich teurere europäische Schnittholz. Und zwar, als einfach die Preisdifferenz zu groß war. Da wurde sogar die Southern Yellow Pine interessant, die eigentlich blau ist vielfach, die mitunter verschimmelt ist, die harzig ist, die deutlich, deutlich schwerer ist zum Handeln und auch zum Verarbeiten. Aber auch das spielt keine Rolle, wenn der Preisdifferenz einfach zu groß ist. Zum Import kann man vielleicht noch sagen, die europäischen Exporte starteten, wir haben uns angeschaut, die letzten 30 Jahre, die starteten in den 90er Jahren faktisch bei 0 Kubikmeter. Beginnend insbesondere von Schweden und Deutschland kam es zu doch deutlichen Exportsteigerungen und die gingen bis 2005 auf 4,5 Millionen Kubikmeter. Volatil heißt aber auch, die Importmengen sind teilweise volatil, denn in der Finanzkrise ging es wieder faktisch auf null herunter. Allerdings sind jetzt in den letzten Jahren die europäischen Importe immer bei einem Prozentsatz von ungefähr 13-14%. Selbst bei den Reaktionen heuer wird das weiterhin so bleiben. Das wird deshalb so bleiben, weil einfach der nordamerikanische Kontinent Probleme hat, sich selber zu versorgen. Die Probleme sind mitunter auch käferbasiert. Im Westen Kanadas gab es eine riesige Kalamität, die zwischen 700 und 800 Millionen Kubikmeter Schadholz produzierte. Entsprechend ist die Versorgungslage Kanadas deutlich, deutlich schlechter, als wie es noch bis zum Jahr 2015 ungefähr war. Deshalb ist die Versorgung der USA immer mehr abhängig vom US-Süden. Dort sind auch viele Sägewerke gebaut worden. Aber das reicht noch nicht auf, um diesen sehr großen Holzmarkt wirklich selber zu versorgen. Also die USA sind definitiv nachhaltig auf Importe angewiesen. Was noch hinzukommt, ist eben die wirtschaftliche Situation. Die Kanadier haben beschlossen, wir werden wirklich im zweiten Halbjahr 2024 die Produktionen drastisch zurückfahren. Und uns sind bekannt, das sagt auch unser Kommentator Russ Taylor, es gibt 4 Sägewerke in British Columbia, die schließen. Es gibt 6 Sägewerke im US-Nordwesten und 7 im US-Süden, die definitiv schließen werden. Also es kommt deutlich weniger aufgrund der wirtschaftlichen Situation aus den Binnensägewerken Nordamerikas. Diese Drosselungen schätzen wir auf ungefähr 10% der Jahresproduktion, die heuer tiefer sein werden. Der Bedarf der USA wird aber ein stillstehender. Der Bedarf ist getrieben von der Bevölkerungsentwicklung. Und dazu muss man eines wissen, 1967 wurde erst die 200 Millionen Einwohnerzahl in den USA überschritten. 2006, also 40 Jahre später, waren es 300 Millionen und jetzt dauert es nur noch ungefähr wieder 40 Jahre, dass es 400 Millionen sein werden. Also bis 2050 schätzt die Vereinten Nationen, dass die Bevölkerung schon die 400 Millionen Marke in den USA überschritten haben wird. Und wir erinnern uns, 90% der Häuser werden aus Holz gebaut. Also diese neuen 100 Millionen Einwohner werden ebenfalls Häuser benötigen und die werden aus Holz sein. Vergleicht man jetzt die Holzbaubeginne, gab es ebenfalls diesen einen Peak 2005, der zu diesem Bedarfsanstieg führte. 2 Millionen Hausbaubeginne 2005. Da gab es während der Finanzkrise einen Rückgang auf nur noch 500.000 Hausbaubeginne. Und jetzt sind es irgendwo zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Hausbaueinheiten, die jedes Jahr gestartet werden. Und das ist gerade die Schwelle, wo schon immer bekannt war, ab diesem Punkt 1,4 Millionen können sich die USA nicht mehr selber versorgen. Und abschließend eines, was ebenfalls den Bedarf in den USA noch steigern wird, die Häuser veraltern immer stärker. Das durchschnittliche Alter der Häuser ist jetzt bei 40 Jahren. Und die Häuser sind so gebaut, dass sie jetzt wirklich schon
sanierungsbedürftig sind, also nicht nur aus der Bevölkerungsentwicklung kommt mehr Bedarf, sondern auch aus dem Bereich Sanierung. So mit diesen summa summarum sehr positiven Aussichten, zumindest mittelfristig ab dem dritten Quartal 2025, wo es dann wirklich substanziell bergauf gehen wird, möchte ich schließen. Also der Bedarf wird höher werden aufgrund von dem demografischen Druck, der kommt. Es werden mehr Häuser benötigt und die Häuser, die da sind, müssen auch saniert werden. Entsprechend wird der Bedarf auch an europäischer Ware steigen.